Hallo und willkommen zu einem neuen Video Projekt Carport, in welchem ich euch diesmal zeigen will, wie ich die Fundamente gesetzt habe, die Pfostenanker und die Verrohrung für meinen Carport. Nachdem die Stützmauer gesetzt war, habe ich zunächst begonnen, an markierten Stellen die Fundamentpunkte mit dem Bagger auszuheben, auf eine Tiefe von ungefähr einem Meter mit 40er mal 40er Breite, um dort meine Fundamente zu setzen. Um den Carport auch später mit Strom und Abwasser gegebenenfalls zu versorgen, habe ich auch gleich bei der Gelegenheit einen Schacht gegraben, in welchen dann später die Versorgungsleitungen eingelegt werden. Anschließend habe ich Erdanker an den Stellen gesetzt, an denen später die Pfostenanker positioniert werden. Die Maße sind in der Bauplanung exakt vorgegeben auf den Zentimeter. Hier gilt es, rechtwinklig zu arbeiten. Ich habe hier Hilfsmittel genutzt. Und der Pythagoras, der hilft da sicherlich auch gern weiter, um eben genau die richtigen Positionen zu finden. Um die Pfostenanker später exakt in einer Flucht anzuordnen und natürlich auch in Waage zu haben, habe ich Hilfsschnüre gespannt, die exakt im rechten Winkel ausgezogen sind und auch ausnivelliert sind. Und unter diese habe ich dann KG-Rohre zunächst eingestellt und später fest betoniert. Die KG-Rohre wurden mit der Wasserwaage exakt ausgerichtet, mittig unter der Schnur und natürlich in alle Richtungen absolut im Lot, damit später die Setzung der Pfostenanker umso einfacher wird. Anschließend habe ich dann nach und nach Betonestrich um die Rohre herumgegeben, verdichtet und so das Ganze wirklich mit einem kräftigen, stabilen Fundament versehen. Diese Methode habe ich bei allen vier Fundamentpunkten angewendet und das Ganze dann zunächst eine gute Woche aushärten lassen, bevor es dann an das Setzen der eigentlichen Pfostenanker in die KG-Rohre ging. Da die tragenden Pfosten des Carports später 5 cm über dem Boden herausragen sollen, habe ich diese bereits vorab auf den Pfostenankern markiert, damit der Einbau in der richtigen Höhe erfolgen kann. Gleichzeitig habe ich auch die Mitte markiert, um dort meine Richtschnur anzusetzen und die Pfostenanker in Flucht und mittig auf der gesamten Linie einzubauen. Entsprechend meiner Markierung habe ich dann die Pfostenanker in die KG-Rohre eingesetzt, diese an meiner Richtschnur entlang ausgerichtet und in Waage gebracht und anschließend mit Betonestrich aufgefüllt, um das Ganze zu versteifen und erneut durchtrocknen zu lassen. Während der Trocknungsphase habe ich dann die Medienversorgung in die Erde gebracht, das heißt ein Wasserrohr, die Leerrohre für meine Stromkabel und für später einmal ein großes Leerrohr, um eine Solaranlage auf dem Carport zu installieren und die nötigen Versorgungskabel eben direkt in diesen Leerrohr zu verlegen. Der Graben wurde anschließend mit Sand ordentlich wieder aufgefüllt und anschließend mit Erde und Frostschutz bis zur Oberkante verfüllt und immer wieder durchweg gut verdichtet. Und verdichten ist auch das Stichwort, dass ich mit meiner Rüttelplatte regelmäßig den Boden immer weiter verdichtet habe. Es handelt sich ja, wie in den anderen Videos bereits angesprochen, um einen Lehmboden, der bei Wasserkontakt eben sehr matschig und weich wird. Und bevor ich den Frostschutz aufbringen wollte, habe ich den Untergrund festgerüttelt, vielfach und mit Sand zunächst abgestumpft, um zu verhindern, dass der Frostschutz in den Boden eingefahren wird bzw. eingerüttelt wird, habe ich ein massives Vlies ausgebracht, flächig auf den Boden gelegt und verankert und hierauf mir dann den Frostschutz anliefern lassen, welchen ich dann auf der gesamten Grundfläche zunächst auf ungefähr 10 bis 20 cm Höhe verteilt habe. Mit der Rüttelplatte habe ich dann diesen Frostschutz in der Fläche eingeebnet und verdichtet, so dass ein Fahrzeug problemlos darauf fahren kann, ohne Spurrillen zu hinterlassen. Und an dieser Stelle sind die Vorbereitungen für den Carportaufbau bereits abgeschlossen. Nun fehlt nur noch die Lieferung und ein paar kräftige Helfer, um den Carport aufzubauen.